Das ist Fentanyl, eigentlich ein Schmerzmittel und eine tödliche Droge. In den USA herrscht eine Fentanyl-Krise. Fentanyl is killing more than 70,000 Americans a year. Besonders krass soll es in Portland sein. You on the ground too. I just couldn't stop. Alle 5 Minuten stirbt jemand in den USA an einer Überdosis. They're actually going to an overdose right now. Of course I'm afraid to die. Obdachlosigkeit und Drogen beherrschen das Stadtbild. That guy has a gun. Let's go. Wie konnte die Fentanyl-Krise so eskalieren? Ich fliege nach Portland, im Bundesstaat Oregon, an der Westküste der USA. Die Stadt hat offensichtlich ein Problem mit Fentanyl. Ich werde die kommenden Tage alleine mit der Kamera unterwegs sein. Was macht die Droge mit dieser Stadt? So, ich bin jetzt in Portland angekommen. Es gibt viele Städte in den USA, die von der Fentanyl-Krise betroffen sind. Portland ist eine davon. In Oregon gibt es eine Besonderheit. Alle Drogen sind entkriminalisiert. Im Klartext, für den Konsum von Heroin, Kokain und Fentanyl gibt es ein Bußgeld. Nur für den Handel kann man ins Gefängnis kommen. War das eine gute Idee? Das ist ziemlich krass. Ich laufe hier gerade die Straßen entlang und was man hier regelmäßig an jeder Ecke eigentlich findet, sind Spritzen. Man läuft hier ein paar Meter durch die Innenstadt und schon begegnen einen relativ viele Obdachlose. In der Ecke wurde gerade schon irgendeine Substanz geraucht. Ja, und da geht es weiter. Oh, das wird jetzt... Oh. Measure 110 heißt das Gesetz. Es kam 2021 per Volksentscheid. Ja, die Leute scheinen richtig weggebeamt zu sein. Einige. Es riecht ja auch überall so nach menschlichen Exkrementen. Also. Mir fällt auf, Obdachlose und Drogenkonsumenten dominieren das Stadtbild. Menschen auf dem Weg ins Büro sehe ich nicht. Ich finde, das ist hier die ganze Zeit so eine Gratwanderung irgendwie zwischen Voyeurismus und berechtigter Neugierde. Aber es fühlt sich gerade auch ein bisschen shady für mich an, hier diese Menschen zu drehen. Was ist los in Portland? Das will mir Kevin Dahlgren erklären. Er bezeichnet sich selbst als Sozialarbeiter und Aktivist. Er arbeitet unabhängig, nicht im Auftrag der Stadt. I'll show you the area. And one thing it's never a good idea to do is just kind of like film everywhere and just like try to, because that tends to kind of piss people off. Kevin arbeitet seit 25 Jahren mit Obdachlosen und Drogensüchtigen. Er sagt, es war noch nie so schlimm wie jetzt. So this is fentanyl oil. So we got here is about 50 pieces, and what you'll see is a lot of them are going to be blackened out, you know. And so what they do is they tear a small piece, you put the pill inside, you use the straw and just inhale. Could I ask you one question? It's like, are you using fentanyl? I'm not sure, man. It's probably heroin or fentanyl. Why? But like that's an unusually large number of oil. Is it enough to kill him? Might be enough to kill us. Warum ist Fentanyl so gefährlich? 1 Milligramm Fentanyl ist so potent wie 50 Milligramm Heroin und 100 Milligramm Morphin. 2 Milligramm Fentanyl reichen für eine tödliche Überdosis, eine Bleistiftspitze. Wir möchten mit den Menschen sprechen und versuchen es bei diesem Camp. Keep your camera down until we talk to people. I stay in the background, all right? That guy has a gun. Let's go. Wait, what? He has a gun. There's a guy here who carries a gun, and I didn't want him to see us, so. Oregon hat im bundesweiten Vergleich eine der höchsten Raten an Suchterkrankungen.
Gleichzeitig gibt es vergleichsweise wenige Behandlungsplätze. Hi there. Sorry to startle me. I thought someone was coming behind me. What has changed since fentanyl is in this city? We have the deadliest drug in history that's also one of the cheapest drugs in history. Combine the two with the decriminalization of drugs, what do you think is going to happen? It's become this terrible free-for-all type crisis out here. You know, it feels very post-apocalyptic, really. Lasche Drogengesetze und viele Drogenabhängige. Was macht in solch einem Fall die Polizei? Insta. Die Fahrradstaffel postet hier alles. Um noch mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, nehmen Sie gerne Journalisten mit. Okay, die Kameras sind befestigt. Also, einer halte ich ja in der Hand. Wir sind jetzt ready. Ich habe hier noch so ein Patch bekommen, dass ich hier Observer bin. Jetzt geht's los. 4 Stunden Patrouille auf dem Fahrrad. Bin gespannt, was der Tag so bringt. Ah, hey. My name is Elan. Milak. Can I let the camera roll? Yeah, you're everyone. Yeah? That's fine. Yeah. Nice. Did you bring a bike? Yeah, I bring a bike. Perfect. I'll be grab. Oh. We're looking for wanted persons, we're looking for stolen cars, we're looking for public drug use, and then most importantly, we're looking for people that are actively dealing drugs. And when I say drugs, we're looking specifically for fentanyl. They're actually going to an overdose right now. In den USA stirbt alle 5 Minuten ein Mensch an einer Drogenüberdosis, der Großteil durch Opioide. Illegales Fentanyl hat sich in den USA seit 2014 stark verbreitet. Seitdem sind immer mehr Menschen an synthetischen Opioiden, meist Fentanyl, gestorben. Ein Anstieg um mehr als 1000%, schätzt die amerikanische Gesundheitsbehörde. Zurück zur Fahrradpolizei. Officer Bear vermutet einen Drogendeal. Hi there, it's the police. Hi. Do you have your driver's license on you by any chance? Just so you know, if you drive away, your car's gonna get the tires popped. Whose car is this? My grandma's car. Your grandma's car? English finger, step out. Go and turn around and face away from me. Yep. Yeah. You don't have a firearm, right? No. Okay. Just have a seat right here. Yep. Just sit down on the floor. Yep. All the way down. You got German national television? Well, we're gonna blow you. Are you taking drugs yourself? I occasionally use, yeah. What kind of? Fentanyl. But why fentanyl? Because it's an opiate and I couldn't afford the oxys or the heroin at the time. It was just, and when fentanyl came on the streets, it's the only thing that was around. But you're not afraid to die? I mean, by overdose? Of course I'm afraid to die. Officer Bear konnte keine großen Mengen finden. Also kommt der Mann frei und bekommt ein Bußgeld für den Besitz von kleinen Mengen Drogen. Give this to you so I don't forget. Yeah. So funktioniert Measure 110. You're being cited for possession of meth, possession of fentanyl. If you call either of these numbers, they can most likely pay the $100 fine for you. Even if you don't want to go to treatment, if you do want to go to treatment, they can also get you into treatment, okay? Northeast 9 in Everett at 1239. 1, 2, 3, going up. Push, 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 push. More pushing, more pushing. You're a big dude. Diese Drogenpolitik soll Polizei und Justiz entlasten und den Süchtigen helfen. He's overdosed? Well, that guy, no. Das Einzige, was bei einer Überdosis Opioide hilft, ist Narcan, ein Nasenspray. Juliana rettet damit regelmäßig Leben. This is Narcan, which is. Und so sieht es aus. Das muss man dem Patienten direkt in die Nase rammen. You can hold the device if you want. Yeah. But normally I would have to press the red button. Mm-hmm. Yep, and so that'll spray one dose of naloxone up into somebody's brain. It takes 3 minutes to kick in, which can be really scary, because especially in an emergency circumstance, that can feel like a lifetime. Hoffentlich muss ich das nicht anwenden, aber ich hab's jetzt immer dabei. Aber wie kommt man von Fentanyl wieder weg? Zu Besuch bei einer der wenigen Entzugskliniken. How old are your clients? Generally, I'd say the majority are between 18 and 26, 30, but we do have some that are older, so.
Is that a vulnerable age for getting addicted? Yes, absolutely. There's a high prevalence of teen use. Solara bekommt jeden Tag 20 Anfragen für einen Therapieplatz. Sie sagt, dass sie viele ablehnen muss. How dangerous is fentanyl from your perspective? I can say from a treatment perspective and working with people in recovery that fentanyl has been devastating. We've lost so many previous clients. It just seems like every 3 weeks, 2-3 weeks, there's a phone call or a Facebook post. Maurice hat seine Eltern durch Drogen verloren. Seit seinem 11. Lebensjahr nimmt er selbst alles Mögliche. I was smoking 15 pills of fentanyl a day. I was using IV use of fentanyl and meth and alcohol and everything. Anything I could get into my system. I mean 15 pills, right? Per yeah, day. Yeah. For me, as an I'm not an expert, but that would be deadly, is it? Yes, I ended up, I died 3 times. Narcan hat ihn wohl gerettet. Fentanyl hat ihn also fast umgebracht und trotzdem hat er es weiter konsumiert. Warum? Imagine that you had something that would take all your pain away. In one hit, you could forget all your bad thoughts, all your heartache, all your physical pain. And you could be like you're dancing on a rainbow. Just for one hit. What's happening then when you don't feel it anymore? Like your veins will start hurting, will start itching like where you used to shoot. You get nauseous, you get hot and cold sweats. Your stomach just turns, like little smells will make you puke. You'll shit yourself, you'll like all kinds of stuff. Und das einen Monat lang. Jada ist 23 Jahre alt. Sie sei obdachlos gewesen und für Drogen habe ihr Ex-Freund sie zur Prostitution gezwungen. Thankfully, I'm still on my mom's insurance, but for so many people, like money is the barrier. You know, if you don't have good insurance, which most addicts don't have like the money to go to treatment either. All right, and if you don't have an insurance, you can't afford it. Then you're screwed. Oh, so when did you start taking drugs in general? I started taking OxyContin when I was 13. Do you remember why? I don't remember. I just wanted to try it, you know? And then I just couldn't stop. Yeah. But it wasn't, was it prescripted or was it, did you take it yourself? I stole it from my parents' medicine cabinet. Jadas Fall ist exemplarisch für die Opioidkrise in den USA. Doch wie konnte es so eskalieren? Ich spreche mit dem Medizinhistoriker David Herzberg. The roots of today's fentanyl crisis are in the marketing-driven boom in opioid prescriptions for chronic pain in the 1990s and early 2000s, which funneled tons of pills into communities, resulting in a large increase in opioid addiction. Jadas Schmerzmittel OxyContin kam in den 90er Jahren auf den Markt. Der Hersteller Purdue Pharma ist damit reich geworden, hat insgesamt mehr als 30 Milliarden Euro verdient. Wie die Firma das Suchtpotenzial heruntergespielt hat, sieht man in diesem Werbespot. It will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive. But that is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. Then authorities made a crucial policy mistake. They cracked down on sales of opioid pills to people who were addicted. So they turned to buy opioids in illicit markets. And at that time, that meant buying heroin. Zudem kam heraus, Purdue Pharma hat die Arzneimittelbehörde, Ärzte und Patienten getäuscht. Der Firma wird vorgeworfen, die Opioidkrise mit ausgelöst zu haben, die mehr als eine halbe Million Menschen das Leben gekostet hat. Purdue bestreitet das. Es läuft ein Verfahren vor dem obersten Gerichtshof. Auf unsere Anfrage reagiert Purdue Pharma nicht. The people who gather a lot of money and power in that, for example, pharmaceutical companies,
they have too big of a say in how the markets are run, and so that protections for consumers fall away because those would impede profits. So profit is more important than the life of consumers. That's right. In this saga, at every step, somebody decided that their profit was more important than the well-being of their consumers. Zurück zur Fahrradstaffel. Officer Matthew kommt dazu. Hi, how are you going? How'd it go? Sie kontrollieren ein auffälliges Fahrzeug. Der Mann lebt da drin. Und der nächste Einsatz wartet nicht lange. Police officer, both on the ground, stay. You on the ground too. You hands behind your back. Do it now. Tony wohnt hier. Er hat die Polizei gerufen. Fentanyl is not the only issue here. Homelessness is not the only issue here. You know? What else are the issues? Poverty. There's just extreme poverty in Portland. Inflation rates. And people wonder why there's an influx of homeless. It's greed. It's capitalism. That's why there's an influx of homelessness in this country. So, I mean, there used to be a middle class in this country. Yeah. Now there's just the billionaires and the poor. So you would say fentanyl and all that stuff is just a symptom? But it's sideburners. Die Schlägerei landet gleich bei Insta. Auch ich lande in ihrer Story. Ich darf mir sogar einen Song aussuchen. Irgendwie alles weird hier. Wir fahren weiter. Und hier finden sie tatsächlich Fentanyl. You know, it's kind of like a lot of COVID happened and there's a lot of, you know, it's a perfect storm, right? Fentanyl got introduced into the streets and COVID happened, people lost their jobs. So it was a perfect storm of, you know, unfortunate circumstances. Die beschlagnahmten Pillen sollen mit Fentanyl gepanscht sein. Straßenwert 1,50 Euro. Zum Vergleich, eine Dosis Heroin kostet das Zehnfache. These are designed and manufactured to look like oxycodone, which is a regulated pharmaceutical product. But at this point, we've never found a legitimate one. So they're all fentanyl-based. And then obviously there's fentanyl powder, which looks like that. There's crystal meth in here, and that's, you know, these are just the drugs that we found today. Andere Drogen wie Heroin, Koks oder Schmerzmittel werden mit Fentanyl gepanscht. Viele nehmen Fentanyl unbewusst und sterben an einer Überdosis. Wo kommt das Zeug eigentlich her? Eine Antwort findet man bei den Drogenköchen in Mexiko. Unsere ARD-Kollegin Xenia Böttcher war beim berüchtigten Sinaloa-Kartell. Sie mischen für den amerikanischen Markt Heroin mit Fentanyl. No, pues responsabilidad no mucha, pues, porque nada más uno es el que la produce, pues. Los que la consuman ya es responsabilidad de ellos. O sea, cuánta sea la dosis que quieran consumir o algo. Ah, como dicen que ya en el otro lado mata mucha gente este tipo de drogas. Pero, pues, si le siguen pidiendo, pues le seguimos mandando. Die Grundstoffe kommen meist aus China. $2,000 pro Kilo kostet das Heroin-Fentanyl-Gemisch. Sie machen daraus dann $35,000, sagen sie. Ein lukratives Geschäft. Queremos ser bienes, pero el gobierno nos deja. El gobierno te abría eso. Que el gobierno está muy mal. El gobierno te da oportunidades de trabajo, no te apoya. Entonces uno busca como ellos ganar. Nosotros también queremos ganar. So flutet das mexikanische Kartell die Straßen der USA. Wie ist es eigentlich bei uns in Deutschland? Während ich in Portland unterwegs bin, recherchiert ein Team in Hamburg. Lageeinschätzung vom Bundeskriminalamt. Ja, Fentanyl ist uns als Rauschgift bekannt. Es spielt allerdings in Deutschland eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Es ist also längst nicht so verbreitet wie zum Beispiel Heroin oder Kokain. Das ist die Statistik. Im Jahr 2021 gab es in Deutschland 102 Todesfälle im Zusammenhang mit Fentanyl. Zur Erinnerung, in den USA sind es mehr als 70.000 im gleichen Jahr.
Selbst bei der dreifachen Einwohnerzahl ist das ein krasser Unterschied. Das illegale Opioid der Wahl in Deutschland ist nach wie vor Heroin. Und das kommt meist aus Afghanistan. Bislang haben wir auf dem deutschen Markt ziemlich reines Heroin und es ergab sich eben für die Täter noch nicht die Notwendigkeit, da Beimischungen zu machen. Wie sich das entwickelt, wenn tatsächlich durch das Mohnanbauverbot in Afghanistan da eine Verknappung von Heroin auf dem deutschen oder auch europäischen Markt entsteht, das bleibt abzuwarten. Was Herr Büchner meint, die Taliban verbieten den Anbau von Mohn und könnten so das Heroinangebot in Europa verknappen. Das befürchtet die Europäische Drogenbeobachtungsstelle. Und dann besteht die Gefahr, dass synthetische Opioide wie Fentanyl diese Lücke füllen. Aber so weit ist es noch nicht. Wieder zurück in Portland. Wie lebt es sich hier eigentlich? Ich treffe Jesse Burke. Sie hat ein Hotel an einer der heftigsten Kreuzungen Portlands. Jesse hat damals für die Entkriminalisierung von Drogen gestimmt. The way it was pitched was like, so many marginalized communities are in jail for small amounts of possession. We should change that. And so that's what everyone voted for. But what people expected was that then legislators would make sure it was perfected along the way. And they didn't. Aktuelle Umfragen zeigen, ein Großteil der Bürger will die Entkriminalisierung wieder aufheben. Ich fahre zum Gesundheitsministerium. Und hier dürfen wir jetzt den Opioidbeauftragten von Portland und Oregon treffen, Dr. McElveen. Und der wird uns mal ein paar Fragen zu beantworten, wie er die Situation hier einschätzt. Let's go! Fentanyl, Entkriminalisierung und nicht genügend Entzugskliniken. Eine schlechte Kombination? I would add COVID onto that too. I would add housing costs. The problems that we're seeing in Portland today are, and throughout our state, are based in a series of complex factors. And attributing all of those to a ballot measure is just simply naive. And it actually doesn't help us solve what the actual problem is. Was sagt er denn dazu, dass Oregon nicht ausreichend Entzugskliniken hat? We have in many ways neglected our behavioral health system and our ability to provide substance use disorder treatment and care. There are not enough of them. Our rates of use and the levels, right speaking right now in real time, and the levels of saturation that we have in fentanyl that you've quite clearly seen as you've been out and about, I think in metropolitan Portland, are not available to meet the need. So much. Mein Gefühl nach einer Woche Portland, hier kommen einige Krisen zusammen. Daran erinnert mich Portland in jedem Moment. Und es scheint dafür keine einfachen Lösungen zu geben. Zurück in Deutschland, Bremen. Warum gibt es hier keine Opioid-Krise wie in den USA? Marlene fragt dort nach, wo es Fentanyl gibt, im Krankenhaus. Können wir da mal mit reingucken? Ja. Genau, also hier haben wir unseren Gift- oder eigentlich BTM-Schrank. Ein richtiger Safe. Ja, genau, ist richtig abgeschlossen. Es gibt auch eigentlich nur einen Schlüssel dafür. Es wird auch jeden Tag einmal den aktueller, also was wir aktuell benutzen, kontrolliert. Genau, jetzt muss ich erstmal eben kurz schauen. Hier hinten haben wir Fentanyl. Starke Opioide unterliegen bei uns dem Betäubungsmittelgesetz. Diese Fentanylpflaster werden in der Regel erst bei Tumorschmerzen verschrieben. Professor Bernd Mühlbauer hat früher selbst als Arzt in Portland gearbeitet. Wo sind denn die Unterschiede zwischen Deutschland und den USA? Naja, die Gesundheitssysteme sind grundsätzlich unterschiedlich, das wissen wir mit der gesetzlichen Krankenversicherung. Das kennen die Amerikaner ja nicht. Aber wenn man so auf das Verschreibungswesen guckt, dann gibt es auch sehr große Unterschiede, insbesondere was die Regulierung von Betäubungsmitteln angeht. Das heißt, in Deutschland ist eine 1:1-Verfolgung quasi von jeder Ampulle eines Betäubungsmittels möglich, vom Hersteller über den Großhändler bis zur Abgabe. Und das haben die Amerikaner nicht. Und trotzdem kommen auch Drogenabhängige an diese Pflaster. Es hat sich jemand bei uns gemeldet.
Wir fahren nach Berlin. Er will unerkannt bleiben. Nennen wir ihn André. Kannst du mir erzählen, warum hast du dich denn überhaupt bei uns gemeldet? Ich habe mich gemeldet, einfach um die Leute aufzuklären, weil viele leichtsinnig sind. Fentanyl hören sie ein bisschen, Amerika, denken geile Droge. Oder Älteren erzählen ihnen davon und dann greifen die leichtsinnig zu. Und nach einer Woche sind sie schon abhängig, sehr körperlich abhängig. Er erzählt uns, er habe bei einem ganz bestimmten Arzt immer wieder Fentanyl verschrieben bekommen. André war aber kein Schmerzpatient, sondern suchtkrank. Er zeigt uns seine Rezepte. Junkies sind wirklich gute Lügner, sehr gute Lügner. Die erzählen alles, Hauptsache, dass sie an ihre Drogen kommen. Der Arzt aber irgendwo, ich habe gesehen, der wusste es ganz genau, weil er hat auch gesagt, bring mir bitte keine anderen Leute her, ich will keinen Stress haben. Seit 4 Jahren will er weg von Fentanyl, mit Entzügen und Therapien. Vergeblich. Aber dieses Fentanyl halt, dieser Entzug ist wirklich die Hölle. Ich glaube, es gibt gar nichts Schlimmeres. Ich habe mich gefühlt wirklich wie ein 90-Jähriger, der kurz vorm Sterben ist. Ich war so dünn, ich habe 54 Kilo gewogen und trotzdem bin ich wieder rückfällig geworden, weil diese Scheiße so süchtig macht. Im August habe er das letzte Mal Fentanyl genommen. André aus Berlin sowie Maurice und Jada aus Portland haben alle die gleiche Herausforderung vor sich. Sie wollen Fentanyl endgültig besiegen. Aber dieser Prozess wird ihr Leben lang dauern. Wir wollen euch am Ende noch 2 Filme empfehlen. Zum einen waren wir vergangenes Jahr in Schleswig. Auch in der norddeutschen Kleinstadt gibt es Fentanyltote. Das könnt ihr hier sehen. Und zum anderen haben die Kollegen von Sudoku einen Film gemacht über die Auswirkungen von hartem Drogenkonsum. Das seht ihr hier.